Ein kurz- und schmerzloser Update bei der Stieleiche. Wieder, also denen aber schon schlecht werden, wenn sie das hören, einfach weghorchen. Stieleiche erkennbar an diese Öhrchen und ganz kurze Stiele. Ja, der Name Stieleiche kommt eher von den gestielten Früchten. Die Blüte ist um und man sieht da, dass sie die ersten Früchte bilden. Und seht, da schon einen langen Stiel dran praktisch, Stieleiche, und das wären dann die Eicheln. Bei der Traubeneiche war praktisch der Fruchtstiel ganz kurz und da würden sie dann diese Knubberl bilden. Also seht, wenn es gut geht und das nicht irgendwie dann doch noch schlecht wird oder runterfällt, werden diese kleinen Knubberl da einfach die Eichelfrüchte. Da sieht man es auch wieder schön und eben lang gestielt. Was man da auch wieder super sieht, das wird es oft auf Eichen finden, das sind noch immer nicht ganz fertige Gallen. Also das ist von einer Gallwespe oder Gallmücke, ich bin kein Insektophychologe, aber das ist praktisch ein Zuhause von Viecherl, was den Baum anregt, diesen Wulst praktisch zu produzieren. Ja, die können oft viel schöner rund sein, weiß ich nicht, ob das noch wird, das schauen wir uns einfach an. Also, wir sehen da Stieleiche, Blüte um, erste Früchte werden gebildet, auch wenn wir sie jetzt noch nicht aus Eicheln erkennen können.